Ja, was passierte? Also wir wollen euch den kurzen Tagesablauf schildern. Es fing an, Ritter Kunibert. Was ist das für ein Helm? Braucht seine Tagesmütze. Ritter Kunibert wachte vollkommen schlaftrunken auf. Aufwachte er. Du warst aber auch lange nicht mehr beim Zahnarzt, oder? Und das Erste, was Ritter Kunibert morgens machte, er trank sich einen Schnaps. Erstmal einen Schnaps. Erstmal einen Schnaps. Ich kann muss... nicht trinken, wenn er nicht offen ist. Dann mach ihn doch auf. Oh, ihr seht, Ritter Kunibert war ein heimlicher Trinker. Ritter Kunibert sprach auch gern mit sich selbst und seinen Händen. Ja, genau. Danach ging es dann an die Morgentoilette und er putzte sich die Zähne. Das war wahrscheinlich dein Maul, aus dem du gestunken hast und nicht diese Gemeinde. Nun, für die, die im letzten und im vorletzten Jahr schon da weit gewesen sind, denen wird diese Zahnbürste sehr wohl noch bekannt sein. Haben die auch Knoblauchbutter als erstes gegangen? Ja, hatten sie auch. Jetzt putz die Zähne. Spürst du die Brotkrumen vom letzten Jahr? Kräuterbutter. Ja, das ist gut. Ritter Kunibert machte natürlich eins, er spülte sich erstmal alles aus mit Schnaps. Lecker. Anschließend vollführte er weiter seine... Nein. Alter, du sollst jetzt nicht mehr trinken. Die ist ja schon fast leer, die Flasche. Ja. Ritter Kunibert machte dann eins. Er setzte seine Morgentoilette fort. Nun, und jede Frau weiß, bevor man sich schminkt, erstmal cremen. Bereust du schon heute Abend hier zu sein? Danach schaute Ritter Kunibert in den Spiegel. Und er erschrak, weil Ritter Kunibert war anders als andere Ritter. Er war ein so... Unser Haar und einen schwarzen Bart. Ja, das war eins. Aber er hatte auch eins, er war ein warmer Ritter. Der wärmste überhaupt. Der wärmste in der gesamten Gegend. Ja. Und so setzte er die Morgentoilette fort, indem er sich erstmal einen Lidschatten auftrug. Mach das am besten mit den Fingern. Ja. Lied nicht Mund. Ah, sehr schön. Hände, konzentriert euch bitte. Ein kurzer Blick in den Spiegel. Es ist Lidschatten, kein Wangenschatten. Er war auch ein wenig kurzsichtig. So, aber irgendetwas fehlt noch. Nun, nach einer durchgesoffenen Nacht sind die Lippen leicht eingefallen. Wie kann man das ändern, indem man sie sich ein bisschen nachzieht? Geschickt. Hände! Konzentration! Ich schaute noch einmal schnell in den Spiegel. So, auf den ganzen Schreck natürlich noch einen Schnaps. Ja. Auf die Gesundheit. Ich will mich nicht erst besser dich.
Und noch etwas. Und noch etwas Lametta für den Tannenzapfen. Ich möchte Ronald McDonald heißen. Nur das Tagespensum mit dem Schnaps, das war geschafft. Darauf erstmal ein Frühstücksei. Gut, dass ich ein wenig Basis bringt ein Frühstücksei. Auch das wird dem einen oder anderen noch bekannt vom letzten Jahr vorkommen. Ja, man nennt sowas auch tausendjährige Eier. Das ist in China eine. Herzlich willkommen zum tausendjährigen Ei. Ja. Hast du schon mal einen Ritter gesehen, der das mit Schale gegessen hat? Nee, ich frag mich auch schon mal, wo ich einen Ritter gesehen habe, der aussieht wie eine tschechische Prostituierte. Ja. Kannst du bitte mit tschechischem Dialekt sprechen, nur mal kurz? Kannst du bitte mit tschechischem Dialekt sprechen, nur mal kurz? Mit tschechischem Dialekt? Ich kann keinen tschechischen Schall sprechen. Ja, weil du musst wissen, er kommt aus Sachsen, er ist da regelmäßig rübergefahren, samstagsabends. Nur zum Einkaufen. Ja. Aber so billig scheint er mir wirklich nicht zu sein. Stell dich wieder hin. Ja, ein bisschen Schale ist auch gut für die Knochen, ne? Nun, so gut gerüstet, gut aussehend, ritt er dann auf seine Burg, der Ritter. Ja, so ähnlich sah das aus. Und er begann dort dann sein Tagwerk zu guter Letzt, indem er die Suppe probierte. Ja, aber man weiß ja noch gar nicht, dass es die Suppe gibt ohne Speisekarte. Ach, das stimmt. Herzlich willkommen. Na, muss ich wieder bücken? Dann bücke ich aber diesmal da. Ich glaube, das passt besser. Was gibt es denn? Ich meine, ich sehe nichts. Ja, das ist doch eine Ausrede. Ja, natürlich. Jetzt fang den nicht an zu befummeln, das ist ja wieder nicht. Hier steht, Ruhe. Hier steht, zweiter Gang. Aber mehr. Das ist die Speisekarte, nichts weiter. Zweiter Gang, Doppelpunkt, Tomatensuppe. Ja, das ist richtig und die wirst du jetzt kurz an. Danke, Speisekarte. Danke, Speisekarte. Ja, das ist die gleiche vom letzten Jahr. Und? Mundet? Mundet? Hört man zu rumoren? Kannst du mal kurz überprüfen, ob es rumort oder rumkämpft? Es kombiniert. Es reicht, was ich aufreißen. So. Es rumort ein wenig. Ach so. Das ist das Ei vom letzten Jahr. Das ist nicht die Tomatensuppe. Tausendjährige Ei. Und dann nichts mit dem Schnaps nochmal runterspülen. Das stimmt eigentlich ja. Und danach können wir ihn dann entlassen. Das ist eine gute Idee. Aber man muss sagen, du bist mit Abstand der beste und der schönste Ritter, den ich je gesehen habe. Aber auch der versoffenste. Ja, es scheint genehm zu sein, die Suppe ist anscheinend nicht vergiftet. Ich wollte tanzen vor Freude. Wie viele Finger zeige ich? Ja, du hast Finger. Ja, ist gut, die Suppe. Ja, wir bedanken uns bei Ritter Kunibert und wünschen euch einen wunderbaren Tag. Sehr schön.